möchte zwei Versen lesen, kurz der Eröffnung. Das sind Jesaja 55, Vers 6 und 7. Da sage ich dazu: Segt ihn den Herrn, solange es heu sich fingen lässt. Rät am, wann er noch dicht bei ist. Die Beiser soll nicht mehr sein Leben aus erst, und der Sender soll andere Gedanken führen. Lot am Tränen um Haaren kommen, dort he am Korn jänstig sein. Lot am sich nur Gott tieren, dein Fehl verjafft. Amen. Seg dem Herrn. Von der euch habe ich dem Herrn noch Segen. Und ich glaube, dort ist auch ein Grund, warum wir diese Evangelisation durchführen können für Feier uns, von der in Bad Sinnen, von Gott zu will. Wir wollen dem Herrn Segen, wir wollen am Nordrechane lehren. Und wir wollen seinen Geist, sein Wort zu uns reden lassen. Ich möchte Ihnen drehen, alle sehr willkommen heute. Auch da wird wird live dabei sein, dass das nur in Bolivien, in Ostparaguay, in Kanada ist. Wir hoffen sehr, dass das von dir auf Herrn durchkommt, dass die Herrn mitkommen können. Und wir vertrauen darauf, dass der Herr diese Ohren der Sehne wird. Ich möchte auch all die, die von wieder rückgekommen sind, Besucher, die sonst nicht hier sind, die von der hier sind, jedem Einzelnen einfach willkommen heute. Auch Tommy Arev, die von der mit dem Wort deine wird. Tommy und Julie sind gerade von Bolivien gekommen, mit, aus ganzer Familie, und heute wird hier von der mit dem Wort deine. Auch jeden Tag wie sehr willkommen. Auch die Musik und Gesang, auch jeden Tag wie sehr willkommen. Möcht Gott uns alle Tipps sehen, weil wir noch Tipps beten. Vor dem Himmel, wir danken dir für diesen Ohren, für diese Gemeinschaft. Wir danken dir, dass es in deinem Plan ist, dass wir uns hier von dir versammeln dürfen. Und weil es in deinem Plan ist, lädt wir dich im Helden Jesus an, hier die ganz freie und volle Kontrolle zu haben. Alles, was wir von dir dürfen, du freu wie am, dass es von deinem Geist gelangt geworden ist, dass du dein Jo in deinen Armen durch dich geben kannst und dass du das ganze Fass sehen kannst. Das ist ein ganzer Gottesdienst sehen kannst und dass du eine Frucht geschafft worden kannst, was in der Ewigkeit anregen wird, dein ihr Futter. In Jesus singen Namen. Amen. Dann gehen wir eben zum Singen. Und nun, Herr, kommt dann die Botschaft. Ja, genau uns aller Typ. Weil wir alle Typ abstehen, zum Singen, wer der Korn weint. Das erste Leute, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir, wir kommen zu dir, als erlöste Schar stehen wir vor dir. Erhobenen Haupt im Herz voller Dank bitten wir dich an. Wir preisen dich, Herr, wir loben deine Barmherzigkeit, denn du hast uns befreit, hast die Ketten gesprengt,
groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Wie groß ist mein Gott? Mächtige Ströme des Segens, wer du meut erst auf sie auf Dulsate. Mächtige Ströme des Segens, lass sie durchfluten die Welt, sende die Zeit der Erquickung, lade das dürstende Feld.
So, der letzte Leut noch, nur da mein Gott nicht die. Liebe Geschwister und Freund, ich habe mich für uns hier Zeit mal mit einer Geschichte beschäftigt, die ging an eine Gruppe Männer, die dort hingekriegt haben, aus einem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen. Sie haben dort damals aus diesen Männern Schwurverbrecher, Männer, die Menschen dort gemerkt haben, die alles Mögliche hinter sich hatten, aus dieser Gruppe Männer ausbreitet in das Gefängnis, dann gab dort einen großen Abruhr in der ganzen Stadt. Und der Gefängnischef, der Fürste dort im Gefängnis, in der Regierung von der Stadt, der unternahm alles Mögliche, um diese gefährlichen Männer zu spüren. Da waren sie dort auch nicht hinkriegen, dann der Weins deutlich heute. Dort er nicht wieder eine Gefahr sein würde für die ganze Stadt. Als er dann ausgebrochen wird, diese Flucht von dieser Männer, du musst wer von Bütte halten, der wird gut organisiert. Und du, als er einmal Bütte wird im Gefängnis, dann lüht du all ein guter Wehr mit größeren Reifen, der wird reut, für wann diese Männer rausbrechen würde. Und so rannen Futzen das Auto in Jäuhe los. Die Guardias, die Polizei, die kommen gleich nach Rüt und seine, wird das Auto auffahrt und die Scheute allmo bloß noch ein Jahr an. Und weit die, wo die Hand scheute, die scheute nicht die Räder. Nicht die Räfe. Wenn sie eins oder zwei Räder, Räfe, zwei scheute können, dann würden sie die Männer wieder kriegen. Wir haben alle diesen Notteil in diesem Leben, du und ich. Wir haben diesen Notteil im Leben, dass wir in einem Gefängnis geboren sind. Von klein an leben wir in dieser Gefangenschaft von unserem Fleisch, dort uns immer wieder in den Sinn trägt, dort uns festhält und sozusagen unfähig macht, in Freiheit zu leben. So, wir sind überhaupt nicht fähig, in Freiheit zu leben.
Von Natur ist matt wie dort deine, was ans Fleisch anzeigt. Wie matt ihr hier hier, solange aus wie nicht in diesem Gefängnis ütberät ihr. So tun aus der Leiter von diesem Gefängnis, da versiegt jedem solange aus mehlich zu quälen. So, hei läuft dort, wenn hei Menschen an ihrem Jank, an ihrem fleischlichen Janker kann quälen, zu Grundrechten. Und heute will mit allen Gewalt erreichen, dass Menschen in diesem Leben so eigentlich als möglich waren und wie viel mehr noch nur diesem Leben in Ewigkeit. Viele gläubige Menschen, sie sind glücklich, wenn sie all das tun, was ihr Fleisch jankert. Sie verstehen dort viele als Freiheit, wenn sie sich die Welle lassen. Aber euer oder Lotte weiß sich dort doch heraus, dass das ein Beuselach ist. Der Tegöder Latz so ja schlacht ütjet. Und wenn das erst erscheint, dass es schein wir. Aber jedes Mal, wenn Menschen ihre Sünde erkennen und auch die Stunde, die bekennen und dann andrehen von ihrem Sündenwandel und das Opfer, was Jesus am Kreuz gebracht hat, wenn sie dort für sich einen Anspruch nehmen, dann gehen diese Gefängnis deren up. Dann ist Jesus das Schlüssel, der nennt dir, was du mit Menschen ausbrechen kannst. Dort Opfer in Anspruch nehmen, ist exakt mein Vertrauen darauf, dass dort, was Jesus du getan hat, dort ist für mich passiert. Ich habe dort neidisch. Und du weißt, dass es passiert. Aber jedes Mal, wenn Menschen sich bekehren und anfangen, mit Christus zu leben, dann jäfft das auch eine jester Welt in größten Abruhr. Wenn's so tun, verliert Menschen dadurch. Die Bibel sagt, dass so tun in seine Beise jester, die Herrsche in dieser düstere Welt, so wie das Gott in der Freiheit lädt. So Herrsche in das alles gegen ihn. So tun halt Menschen im Gefängnis fest, du möchtest euch nicht mit einmal rüttkommen, in einer Freiheit leben und für seine Merk nicht vorwaren. So, wie hat uns dort alle verdient, in das Gefängnis zu leben? Wie hat uns dort alle verdient, verloren zu gehen für unsere Schuld? Aber Christus merkt uns frei. So, wie sollen nicht nicht vorwaren? Und wenn Christus nun über doch Menschen in der Gefangenschaft rüttelritten hat, in deren frei sagt, dann kreuzt so tun dort ohne ihr. Und er wird alles mehligste Döne, um diese Menschen mehligst schwinden, war dahin jetter zu bringen. Dort soll nicht in dieser Freiheit leben, die Gott für seine Kinder beschämt hat. Er wird für sich ihr Leben schwer zu merken und zu verstehen. So manche von ihnen haben Christus all in ihr Leben angenommen. Manche von ihnen, sie haben Christus gefangen, er betet gesagt nach, Christus hat eins von ihnen all gefangen. Sie sind freigekauft worden von der Gefangenschaft, von der Sünde. Durch das Opfer, was am Kreuz passiert ist. So das Leiden am Kreuz ist die Betonung für die Sünde, was wir getan haben. Das ist die Strafe, was wir verdient haben für unsere Sünde. Sünde bringe immer Leiden mit sich. Irgendwer macht Leiden, wenn gesündigt wird. Entweder ich, wo für meine Sünde Leiden, all in diesem Leben, und wie viel mehr noch ein Jahre sieht vom Leben, eine Verdammnis, ich war Leiden, oder ich gebe mein Leben Christus, und heu nimmt das Leiden ab sich. Irgendwer macht Leiden. Ich, in meinem anderen Leben, oder Christus, wenn ich das im Glauben in Anspruch nehme, was passiert ist für mich. Irgendwer macht Leiden. Irgendwer macht auch aus Fall für meine Sünde sterben. Entweder ich, wo für meine Sünde sterben, das heute getrennt sein, am Tod sein, an Ewigkeit, oder Christus nimmt das Verdammungsurteil ab sich und stirbt an meine Stelle. Ein von beides. Jeder entscheidet für sich persönlich. So, wann
Wenn ich am Glauben das Geschenk von der Radung annehme, dass Christus mein Liede, mein Deut, gedreht hat, wenn ich das in Anspruch nehme, mein Vertrauen darauf sage, dass das für mich passiert ist, dann wird mir das geschenkt umsonst. Wenn ich abrechtig zu meiner Sünde stehe, die bekannt, so dann wurde meine Sünde betont. So wenn ich dort bin, dann ist das für mich sehr billig. Für mich ist das Geschenk umsonst. Aber für Christus hat das sehr viel gekostet. Die Radung ist umsonst, für den, der das am Glauben annimmt. Viele verstohlene Menschen, das sind Unterscheid nicht. Wie Gläube, wie man denn noch so viel zu tun zum Gerät war. Wie man denn das, all diese Regeln befallen, so und so und so. Dann wird vielleicht Gerät, dann wird es vielleicht höre für meine Radung. Was von allein ist, was so tun, an unsere Horte nennen, planen will. So, wir können uns nicht verdienen, nicht was wir tun, es geht genug, dass Gott du wein wird sagen, du hast dich das verdient. Keiner hat sich das verdient. So, wir verdienen uns das nicht, wir kriegen das bloß geschenkt, wenn wir das in Anspruch nehmen, wenn wir das wollen. Aber, jästlich zu wissen, am Glauben zu wissen, dort ist nicht umsonst. Dort hat sie einen Preis. So, diese Männer aus der Freiheit gesagt worden, da musste dann anfangen, um ihre Freiheit zu kämpfen. Und das ist dort also am Glaubensleben. Die Radung ist umsonst, wenn ich Joseph, Jesus Christus in sein Geschenk. Aber am Glauben zu bestohlen, durch die Hölle, zu wissen, fährweg zu kommen, dort ist ein Prozess. Und dort ist wirklich eine harte Arbeit. So, ich würde ein falsches Evangelium predigen, wenn ich jetzt sehe, wenn du die bekirscht, dann wieder wird alles leicht sein im Leben. Nicht mal mehr. Christus, kurz ein Widerschalter, ist der Schlüssel zu dem Gefängnis. Christus merkt frei. So, und wann wir nun frei waren, von dem Moment an, wo wir uns von Christus frei merken lassen, so, ich rechne, dass in dieser Uhr viele Menschen waren, die Freiheit fingen. Von du an, wird das Leben ein Kampf sein. Wenn es so tun, wird nicht still sein, wenn er das erlebt, wenn Menschen übrigens in Gefängnis. Er wird von du an, jeder Sekunde, jeder Minute, jeder Stunde daran bedacht sein, die Menschen treten zu holen. Das wird ein Kampf sein. So aus dem Gefängnis auszubrechen, es wird ein Schritt, was manche Menschen merken. So in das beständige Leben in der Freiheit wird es einen Preis haben. Das wird was kosten. Wollt ihr, liebe Schwester und Freunde, was wir brücken, wann wir alle beständig in der Freiheit leben? Ich will nicht wissen, was wir brücken. Ich kann es wieder schalten. Wir brücken einen stabilen Wäu, das jane Mana. Wie brücke ein stabiles Fortich, wo wir mit waren voren, wo wir waren mit beständig eine Freiheit vor. So, und wenn so tun das ist, dass wir nun frei waren, wir rannen in diesen Wäu, wir fahren los, was wird so tun denn? Ich wird anfangen, in der Räfe zu scheiden. Ich wird anfangen, diese Feuerräfe, da wollen sie ein oder zwei von euch treffen, du merkst, dass das Fortich aber allein nicht vor soll. Sondern ich will jünd von dir das Glaubensfortich wiese, in der Schrift. Kannst ein wieder schalt, ne, warte ein bisschen. Ja, ein wieder, so. Das ist uns Glaubensfortich. Ein Fortich hat Feuerräder. Wer von Ihnen kennt dort ab drei Räder vor? Ich habe einmal gesagt, dass ein Auto nicht ganz in Ordnung ist. Die Forschung mit einmal rollt ihn rot vorbei. Kennt ihr dort irgendwer? Jingschein? Was hieß es dort vor? Nein. So, das ist bestimmt nicht so ermöglich. Er hat dort noch nicht gefangen, er hat kein Interesse, dort auszufangen. Aber einzige Menschen haben dort gefangen. Und wann nun. Das passiert nur, ich will am nächsten Tag nach Ascension fahren, dann passiert das nach Kreikferien. Wie gehst du mit an? Dann sei ich bestimmt,
Na, wir hatten ja nicht Zeit, ein frischer Rot zu kaufen. Das andere Rot haben wir nicht gefunden. Wir haben ja immer noch drei Räder. Davor haben drei Räder nach uns hier. Oder was? Das sind ja immer noch 75% von allen Rädern, die du uns sind. So, wer von ihnen fort so nach uns hier hin? Dem fehlt Help. Wenn's, das schafft euch. Du vorstehst dort vor dich ganz fein, wenn ein von diesen Feuerrädern nicht mehr fast ist oder dreht. So, ich will mit Jüntöp lesen. Ein Teil von einer Geschichte, was mal passiert ist, das passiert an Pfingsten. Und aus Pfingsten, wie aus der Helle Jesu draufkommen, der Jünger alle in Tongen reden und das Evangelium predigte, viele Menschen kommen zum Glauben. So predigte von Jesus Christus in Apostelgeschichte 2. Und viele Menschen waren, das sagte dort, ging ein Terch im Hort und so Frau, was soll wie dünne? Was so erkannte, das soll das brückte. Und dann sagt Petrus zu ihm, na, dort Buße, und geht um. Bekannt jene Sünde, dreht um, fangt nie das Leben an. Und die waren auch gerat worden. Und an dem Tag bekehren sich 3000 Menschen, die erste Gemeinde steht ab. Und dann sagt dort in Kapitel 2, Vers 42, sagt dort, es steht, weil die erste Gemeinde, so das wäre krank, ausgebrochen im Gefängnis, die Stunde krank in der Freiheit, dann steht dort, weil sie sich an das feuerrotsche Glaubensfort, ich nenne es, sagte, in vor. Und ich werde dort mit sich bringen. Wollen wir lesen von Vers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42 und wieder. Du sagst dort, von diesen 3000 Menschen ist es das. Und so bleibe beständig an der Apostel ihre Lehre, in Gemeinschaft, beim Brötbrechen und im Gebet. Dann kam über alle Säule eine Furcht, in der der Apostel war, der Fehltekens und Wunder gedohne. Und da ich zum Glauben gekommen wäre, wäre taub und hatte alle Sachen gemeinsam. So verkaufte er haben Geld und verdeulte dort mangt sich, du nur aus einem Gideren dort fehlt. So bleibe du bi, dort sei alle Tag am Tempel taub käume und jene auch von Hüs zu Hüs dort Brot breche, so heute mit Fried taub und wäre von heute bi der Sache. So lobte Gott und hatte die Fred, dass er alle Menschen Götter gedohne wäre. Und der Herr bracht alle Tag Söhne in der Gemeinde nennen, da du säulig wurde. So sagt das erste Leben von der Gemeinde aus. So, das hat Feuer, der Glaubensfortig hat Feuerräder, da musste in Ordnung sein, ab da besteht ein Glaubensleben. So, das erste Rat, was sie hat, du kannst ein Widerschalten. Das erste Rat ist der Lehre von der Apostel, was wir von der in der Bibel abgeschrieben haben. So, das ist das erste Rat. So, wie leben von der in einer Welt, wo sehr viele Stämme an uns nennen reden. Alle Wege sind Stämme. So, die Gesellschaft hat eine Idee in der Rede an uns nennen. An unsere Familien reden Stämme an uns nennen. Eine Fremdgruppe. Hier wie verschiedene Stämme. Eine Norechte hier wie Stämme. Die Regierung sagt uns in dieser Pandemie-Zeit, wie wir zu leben haben. Unsere verschiedene Stämme hier wie, die uns alle was sagen, wie wir sind. Das TV, das Internet, alles redet uns und sagt uns, so machst du leben, das brauchst du, Jan brauchst du, das brauchst du nicht. Und so wieder und so weiter. So wie wir sind, leben in einer Zeit, wo so viel wie mit Stämmen bombardiert wurde. Und dann ist das für die Säuer schwor, nur der gesunde Stamm mangt all diese Tiere. Der Lehre von der Apostel, der Schrift, der Bibel, das Neue Testament, dort ist der Stamm, was von Gott ist. Dort ist dort, was Gott redet, dort ist dort, was sicher ist, dort, was Wahrheit ist. Alle Stämme glauben, dass sie die Wahrheit sind, aber hier haben wir das wirkliche Fundament, auf das wir uns leben bühen sollen. So, die Bibel, die Schrift, ist sozusagen ein Plan, der uns eine Kort, eine Landkort, der uns wiest, wo wir vorher sollen, damit wir sicher das Ziel erreichen.
So, waren wir uns nur diesem Plan rechte, dann war wir ein so tun seine Faule nicht in den So, das ist sehr schwierig, wenn Menschen für Christus leben wollen, und die lesen niemals die Bibel, die fahren nicht die Kirche, die hören nicht Predigte, die fahren nicht die Bibel schon. So, wir wollen da den Weg finden, nur das Ziel, was Gott fährt hat. Die Bibel ist sozusagen ein Kompass, das gibt uns die Richtung an, wo wir hinfahren müssen. Oder von der würde ich vielleicht sagen, dass uns GPS, uns GPS, das uns Richtung gibt, und das uns sagt, hier aufbiegen, hier so, hier deine Entscheidung so treffen, hier vergeben, hier Leuwiese, hier die Person halten, hier so, hier so. Und wenn wir falsch hier unten, wir sind diese Bibel sieht, wie soll er so leben, wie sind verbiegen vor, was hat der GPS? Der sagt uns, hier dreh war der Arm, der Buße, hier war der Arm, dann kommt er ab diese Gassen ab. Und so wieder und so weiter. So ist das mit der Bibel. So, wenn ich Gott seinen Plan für mein Leben nicht kann, dann wo ich nicht beständig in der Freiheit leben. So, aber wann du hier ist sozusagen Gott sein Plan für dein Leben abgeschrieben. So, wenn du diesen Plan kannst, dann bist du sicher. Dann weißt du, wo das hingeht. Dann weißt du, wo dein Leben aus sein soll. So, wenn das Kompass, die der Richtung anwies, und du wandelst daran, dann wirst du Erfüllung am Leben haben. So, das wird nicht einmal leicht sein, das wird Kampf sein. Aber das wird sich ab der Länge rütwiesen, dass der Bastard war, den man gehen kann. Und das ist der Weg, der uns ab der Länge Ruhe und Frieden in unser Leben bringt. Mehr denn auch in manche Kämpfe. So, das erste Rat um Glaubensfortig ist eine gesunde Lehre. Zweiter Rat, dort unbedingt an diesem Glaubensfortig sein muss, ist die Gemeinschaft. So, und wie hier in letzter Zeit so ja viel diese Aussage von der Regierung, von verschiedenen Personen, wie sollen uns nicht mehr treffen? Wie sollen nicht mehr taub kommen, dass sie gefährlich das und dort nicht. So, in Wirklichkeit hier, wie du so eine Aussage in andere wird, hey, jemand ab Treuräder wieder vor, das Rat darf ich nicht mehr brücken. Und ich hier in letzter Zeit zu verken, und so dass mir das meist amaglich wird, wie soll uns die Regierung unterordnen? Wie soll uns immer wieder, wird dort gesagt, keiner redet davon, dass ein Apostel in Hebräer auch steht, dort nicht die Versammlung verloten. Das ist eins hier von Jüntein, das du sagst. So, das ist die Gemeinschaft, das Taubkommen von Gläubigen, ist ein Grundbedürfnis von unserem Glauben. So, Christen können nicht einsam leben. Das gibt mir mal gesehen, dass ein Christ, ich habe mit keinem Ute, weil aber Christen, so, dann fährt er einfach die keine Gemeinde, oder die lässt sich noch nicht abnehmen, die weil keine Gemeinde ist gut genug, die weil einfach allein Christen. Das ist eine falsche Lehre. Das ist eine kranke Person, die allein ihr Glauben leben will. Wenn es allein Christen es niemals Gott sein Plan gewahrst. Gott hat sich immer eine Gruppe rückgeräumt in dieser Welt, die taub heulen soll, mit einem gemeinsamen Ziel. So, der Christ ist du, wo Christen sind. So, mit wem trafst du dich an deine Freiheit? Ein Nicht-Christ, der nichts von Christus wollte, weil der sieht normal nicht die Gemeinschaft von Christen. Das passt ihm gar nicht. So, wer sind deine engsten Freunde? Dort sagt was über dein jährliches Leben. Ein Sprichwort sagt, sei mir mit wem du taub bist, dann sei ich dir, wer du bist. So, die Personen, mit denen ich taub komme, ich meine mit einer taube Gemeinschaft, die Personen, wo wir taub mit taub kommen, die Hand Einfluss über mein Leben, so, die wollen auch mitbestimmen, wie ich sie. Sonst funktioniert das nicht. So, die haben einen Einfluss auf mein Leben. Wenn ich mit Christen taub sehe,
dass Christus von ganzem Herzen nur fällt, dann kriege ich auch Mut in vier Christus von Herzen nur zu fällt. Und so auch angedreht, wenn ein zum Beispiel ein Super oder Schmädchen, weil von seiner Last loskommen, der lässt das nicht doch. Das wird nicht schaffen, dass er wieder am Superdash sitzt mit seinen Freunden. Er will seine Freunde nicht loslassen, er will ihm nicht mehr trinken, aber er wird wieder mit der Gemeinschaft haben. Das wird sich im Nachhinein wiesen, dass das nicht eine gesunde Entscheidung wird. So, wenn ich wieder war, wo an der Bar sitze, nachdem ich das Tag gelassen habe, dann wird ich das Bild wieder mit anfangen. Nur die Bibel leben in einer deutschen Gemeinschaft haben mit denen, die nicht nur die Bibel leben wollen, das wird aber allein nicht funktionieren. Entweder wo ich die nur dann noch Christus trage, oder die wollen mich von Christus wegtragen. Und normal, wenn das nicht ein sehr starker Glaubensbruder ist, dann wollen sie dem Baran antragen. Dort liegt die Erfahrung. So, Christen sind dann stark, wenn sie in einer Gruppe verbunden sind. Eine Football-Equipe, dort schafft nicht, dass die elf Spieler alle allein spielen, jeder versucht, sie in einem Spiel zu merken. Die müssen Typ spielen, die müssen gemeinsame Ziel haben, du musst jeder weiter an, was er ist. Dort schafft nicht, dass elf Spieler jenseits spielen, ein einzelnes Spiel. So, wer im Glauben stark ist oder wahre will, den wird man durchfangen, wo sich Kinder Gottes versammeln. Den wird man durchfangen, wo Bibelstunde ist. Den wird man am Gottesdienst sein, in so wieder in so weich. Gemeinschaft ist ein Rat von unserem Glaubensfertig. Das dritte Rat, Brötbrechen. Kannst du ein Widerschalten? Das dritte Recht, das ist das Rot, was mich aktiv merkt am Glauben. So, wenn wir vielleicht das Wort Brot brechen hier, dann denken wir, das ist ein Abendmahl. Aber ich glaube, ich verstehe das so, das ist viel mehr als dort. So, diese erste Christen, die lebte in einem Lebensstil, den ich Brot brechen kann. So, das ist diese Form zu leben, das Lebensstil, wo ich Frucht bringe. So, diese erste Christen, die trafen sich zum Eten. Die kamen taub am Gemeinschaft an, am taub zu eten. Und jeder bracht was mit zum Mitteilen, dass sie alle gemeinsam dadurch erbüht wurden. In 1. Korinther 14, kann ich dir lesen. In diesem Lebensstil vom Brötbrechen, du teile ich mit, was von meinem Leben ist. Du teile ich mit, von meinem Leben, von was ich habe, von meiner Gube und so wieder und so weiter. So jeder brach was mit dem anderen erbühe. So der eine, steht auch in 1. Korinther 14, der brach ein mitmerkendes Wut mit, der andere hat den Bibelfers mit, der andere hat ein Lob ausgesprochen, noch ein anderer hat eine Prophetie und so wieder und so weiter, noch ein anderer hat ein Leid und so verschiedene Dinge kommen durch die Töp, durch die Deunde, dort die Gemeinschaft abgebüht wird. Dort ist, was die Bibel Frucht bringen nennt. Ich tue Wort, was andere abbüht in dem Sehen ist. Ich sag nicht in Wach, was alle anderen mitkommen, abbühen, sehen und das und das nicht. Völker, die kranke Christen, die lüre immer, dass irgendwer kommen soll. Irgendwer soll mich mal besiegen kommen. Irgendwer soll mich mal mitmerken kommen. Irgendwer soll mich. So reden eure Sünder Christ. Einer, der nicht erkannt hat, was sein Rat ist. Der Trubelhaft an diesem Rat. So, ich tue was, weißt du von was, dass ich kriege mit von einem, der selbst der nötigt, was bei anderen Geschwister ist. So, ich habe was zu geben. Dort ist die Anstellung von einem, bei dem das Rat fast in Reude ist.
Sollten bei dieser Sache, was ich dir, du jettet nicht am lang nicht bloß am Dienste an der Kirche. Das sind Sachen, die man am Alltag lebt. Am Alltag soll ich, wo Menschen in Nöte sind, und soll, was ich kann beitragen, dass du nicht weniger wird. So, die Frau ist nun, was kostet du denn, was andere brücken? Was für Fähigkeiten, Gaben, was hast du zu mitteilen, was andere brücken? Vielleicht forschst du mal, wem besiegt, der einsam ist. Die fällt dort ab, deine Person ist immer allein, die Forschanen besiegst du. Wenn du hast, der nicht gesagt, der Jesus Gottes wiest an Sachen, was wie deine Seele in seinem Namen. Oder du schickst wem in Bibel fast, der möchte merken. Du hältst wem in was wird ein Krall vor dich zu bühren. Oder hier hast du nicht, der hat Freude, Trouble, oder ein Wort erst du hängen, weißt du, hältst still. Und das drückt nicht mal an die Tschüsse. Wir haben ja nicht andere Personen gerammelt, die in besonderer Weise auf unsere Hilfe angewiesen sind. So, was hast du zu mitbringen für Christus? Wo jäfst du dein Leben für andere? Was für ein Port haben andere Menschen an dein Leben? Die Bibel nennt dort Frucht bringen. Der Geist Gottes bewirkt an mir was für andere zum Sehen. Ich weiß nicht, viele von Ihnen waren Aufbäume haben das, ne? Apelsinenbäume, Grapefruchtbäume, haben die Bäume mal beobachtet. Von dort her, wie soll er verlieren? Mir ist das wichtig geworden. Diese, ich habe immer wieder Christen in der Angst, die tun ihren Dienst und keiner hat gesagt, was ich dachte. Keiner hat Dankeschön gesagt. Keiner hat anerkannt. Das ist dort gar nicht der im Leben. Und beobachte mal einen Fruchtbaum. Erst der Apelsinenbaum. Erst du von aufhängig, dass du in dem Jesten sagst, du hast aber schmacke Apelsine. Dankeschön für deine Apelsine. Keiner der dort. Der Apelsinenbaum, das ist überhaupt nicht davon aufhängig, dass irgendwer das anerkannt, was heute. Heute wollt seine Abgu als Frucht zu bringen, in denen die Menschen handeln. Er bringt nicht seine eine ihre Frucht. Er bringt nicht Apelsinen in Art der Salz ab. Viele Menschen wollen mit ihrer Gube sich ihren einen Namen gerät merken. Nicht der Fruchtbaum, nicht der gesunde Fruchtbaum. Der Apelsinenbaum, der streicht jeder Jahr, und das an wer läuft oder nicht, der streicht jeder Jahr seine Apelsinen aus. Und die Menschen, der wird den nehmen in die Neute. So soll dort am Leben von einem Christ sein. Wie bringe ich Frucht für andere zum Sehen, nicht an seine Ehe? Wir sind nicht davon aufhängig, dass uns irgendwer läuft oder sich so bedankt dafür. Wie dünne dort einfach, wenn es Gott dem Apelsinenbaum dort gejäft hat, Apelsine zu bringen, so hat Gott auch uns Sachen gejäft, weil wir Frucht bringen können. So noch eine Sache vom Fruchtbaum. Der Apelsinenbaum, der hat auch niemals dort, was wir verkaufen, der Apelsinenbaum sagt nicht, ich muss auch mal das Jana, Grapefruit haben, oder das Jana, Mandarine haben. Wenn ich nicht auch mal Grapefruit habe, dann bringe ich nicht mal Apelsinenfrucht. No, Gott hat dort nicht für den Apelsinenbaum bestimmt, dass er Grapefruit bringen soll. Der soll Apelsine bringen. Und so, na, uns Ferke vergleicht wie uns einander. Wenn ich auch mal das Jana kann, dann würde ich dir was tun. Oder wenn ich auch mal seine Gute habe, das Jana, dann könnte ich was. So, beim gesunden Christ, dem seine Brötbrötchen reif vollständig ist, da weiß, das ist dort, was Gott mir gegeben hat. Diese Frucht habe ich zu bringen. Ich brauche euch zu sein, als Jana ist oder als Jana ist. Ich habe dort zu bringen, ich sehe für Gott, für dort verantwortlich, was heute an mir angelacht hat, zum Wiedergeben. Frucht bringen. Ein anderer sagt, wenn wir an das Brötbrötchen denken, dann denken wir auch an Abendmahl. So, wenn sich die ersten Christen damals trafen, zum Eten, zum Feiern, zum sich so jenseitig erbüht, dann fiel das auch normal auch das Abendmahl, das Symbol, wo man sich, also die Bibel sagt, das ist ein Abendmahl, das fiel man, um sich zu erinnern, an dort, was Christus getan hat für uns. Und das ist zu sagen, ein Ich studierte öffentlich für Menschen und auch für die Jesterwelt. Ich bekam mich zu dem Tod Jesu Christi, dort für mich ist. So, ich bekam mich, dort mein öler Mensch, an dem ich einmal gefangen war, der ist durch Tod am Kreuz.
Christus sein Tod, was mit hier regnet, ich sie mit am gestorben, und es ist Christus von der Tod abstand, sie auch ich, zu nie leben, am jetzt abgestorben. So, gesunde Christen bedeutet, Brotbreche funktioniert, denn es dort in Anlegen, irgendwo von Christus zu zeugen. Die Motte Zeugnis geben, die Welle von ihr Glauben reden, die Welle Menschen helfen, die Welle für Menschen beten, dass sie sich bekehren. In so verschiedene Orte, wenn man dort beitragen kann, dass Menschen von Christus hören. Menschen, wie dort Rat funktioniert, die Hand anlegen, irgendwo von Christus zu reden. Das ist am Unmolag. So mein Leben, meine Dote, meine Wied, die Selle von Christus reden. So, und das soll man in meinem Leben erkennen. Erster Rat, der Lehre von Apostel. Zweiter Rat, der Gemeinschaft. Der dritte Rat, das Brotbrechen. Und das vierte Rat ist das Gebet. Man sagt, das achte Gebet bewegt den Arm Gottes. Wenn's, wenn Menschen ernstlich nach Gott beten und am dort töten, das bedeutet am Glauben beten. Ich rechne du mit dort Gott, was wat töne, wann ich bete. So eine Beter verspricht die Bibel, der wahre Gott sein Wirken erleben, wann die beten. Bet in jen, was gejeft. Es ist ein Versprechen. So mat ich beten? Nee. Aus Christ mat ich nicht beten, aus Christ will ich beten. Das Gebetsleben ist neidig, wann mein Glaubensfortig vor soll. Am Gebet lässt du deine Sachen lösen, mit denen du selbst nicht vor dich warst. Du lässt du die Sorge lösen, die Kämpfe, deine Anliegen, die wichtig sind, deine persönlichen Wünsche. All das, was du nicht gemacht hast, lässt du am Gebet lösen. Am Gebet redest du mit Gott, mit deinem Partner oder mit deinem Freund. Du sagst Gott, was dir an ihm gefällt, was du besonders gleichst an ihm, was du an ihm bewunderst. In einem Gebet merkt, wie ich unsere Uhr auf für das, was Gott redet, weil du uns, wenn es ein Gespräch, du redest zwei, nicht bloß einer. So Gott, was immer war, da mal, wenn wir lehrende Amte horchen, uns eine Gebetszeit, was sei, was wiese, ein Gedanke geben, an einen Bibeltext erinnern und so wieder und so weiter, so verschiedene Formen, aus Gott haft, uns zu reden. So, diese Feuerräder, die Matte drehen, wann mein Glaubensfortig das Ziel erreichen soll, das Gott für mein Leben geplant hat. So, wann diese Feuerräder funktionieren, dann wollen wir siegreich sein im Glauben. Dann habe ich so tun keine Macht über mein Leben. So, der erste Christ deutet dort beständig, sagt dort hier. Das ist nicht, was man einmal lernt, dann ist man von der Weg. Fährt man von der Weg. Das ist, was der Räfe, der Räder, wurde beständig kontrolliert. So, wie brücke dort, dass diese Räder beständig in unserem Glaubensleben funktionieren? So, aber, kannst du ihn wieder schalten, diese Feuersache, die verdrehen sich nicht mit der Sünde. So tun wir für sich uns der Freiheit zu drehen. Wir wollen, solange aus wir im Glauben fahren, wir wollen Versiegung erleben. Wir wollen Kämpfe haben, wir wollen Anfechtungen haben. Uns Fleisch wird sich nicht dort ergeben, so abgeben, was nicht dort ist. Dort wird wieder Versiegung zu leben in uns. Auch wenn dort theoretisch all gestorben ist am Krieg. So, diese Feuerdinger verdrehen sich nicht mit der Sünde. Wann ich in Sünde lebe, ich lade mich weiter nennen, ich lebe, du weiter bin, ich nehme meine Sünde gut ab, ich lebe, fang du weiter bin und zu leben, so dann wird dort mein Glaubensleben angeben. So, wenn ich Sünde tue, dann fange ich an, kannst du einen wiederschalten, dann fange ich an, habe ich mal einen Frieden gewesen, um die Bibel zu lesen. Ich fühle mich schuldig, ich wollte die Sünde erst tun, mir lade nicht mehr frei fallen, so. Und meine Bibel fängt an, falsche Steuern, weil ich lasse sie liegen. Ich fahre nicht mehr zu Kirche, ich fühle mich nicht gut, ich
en de predigte fangen langweilig te zijn en ze verschillende zaken wat zo doen dan verzekte planten doen met wie nicht deze leerkrise. En wanneer ik zondigde, dan maak ik de Bijbel dan vernachlässigde, dan zondig ik bis nog wieder. Dat stoort me nogmaals waar am zonde. De zonde holt me van de Bijbel weg. En maak ik de Bijbel niet haar, treibt me dat naar de zonde. Zo. En wanneer ik nu dan wieder zondigde, dan val ik niemand Christen niet meer uit. En dan wat passiert? De Gemeinschaft. So, ich fall mich gut mal Geld, man, der Christ du, was Christus von heute noch fall gewählt, und ich gut träne der Öle Freund. Und du fall ich mich dann war besser. Und das Glaubenswort, ich fand unterdöckere, das trägt, wenn das hängen trägt, das kläft nach Raum, aber das fort nicht mehr, als es das bestimmt ist. So war ich wieder bewusst am Sinn, an Sinn leben, dann höll ich mich vom Uhr und mal war ich. So, Ich habe einfach durch meine Freude zu tun, meine Worte fangen an, durch meine Christus zu verkünden. Die fangen an, die Worte vom Feind zu verkünden. Und ich fange an, bis nach einem Misalstich, ich dann fängt das ich weiter an. Und ich bringe nicht meine Frucht, ich fange weiter an, mit dem Gefallen zu leben. Und wenn ich dann fühle ich mich so kalt, dass ich keine Last mehr hatte, beten. Und das Rot fällt auch weich. So, Kostin wieder schaltet. Du bist und ich da steht verantwortlich für dein Glaubensleben. Nicht der Prediger. Der Prediger ist nicht verantwortlich, die hängen rundherum in alle Wege, die durch im Leben zu schlafen. Bei uns in Buena Vista, da in Bolivien, da hat wie immer ein Wort für seine Christen, was man immer muss schlafen. Der sieht wie immer Schiffkoi Christen. Der kommt immer fährer, wenn der wer schafft. So, die können nicht allein gehen. Die machen immer wer schüben. So, wenn du die nicht mehr schiffst, nicht mehr tragst, nicht mehr anstallst, so, dass alle Gott eben bedeutet, dann bleibt der stehen. Schüb kein Christ. So, dort merkt kein Sinn nicht. Ein Christ ist selbst verantwortlich für Gott, für sein Pferde, weil ich komme. So, ich gehe nicht, ich will sonst unbedingt in Rotschläden mitbringen, ich für jeden. So, ich gehe nicht jene Orte, ab dem Parkplatz, kicke aus der Rede oder Fosten. Dort mag ich selbst sein. Ich würde vielleicht auch so ein Kicke, wenn ich aus Fremden du, und jene Orte du und Reife da sein, ist der Fosten. Ich sehe. Das geht mir nicht an, was mit jene Orte ist. Jesus ist verantwortlich. Wenn du ein Däumer von einem Auto bist, bist du verantwortlich für die Rede von deinem Auto. So, aber vielleicht kommt es so weit, dass das all ganz zu sein ist, das Rot duckert all in den einen Däumen, das nicht, dann macht vielleicht doch noch wer dem Abmerksam merken, ohne ab seine Verantwortung. So, von der Uhr, weil wir nie unsere Räder anstahlen lassen. Ich will nun aufschließen, wir haben eine Sache nach dieser Christen, kann ich wieder schalten, wenn die Räder aller Faust sind, das ist wie dort all sagen, dann seht dort hier, an diesem Tag, was ich schloße, dann passierte du so ja viele Sachen. Dann passierte Tekens und Wunder. Dann brach Gott jeden Tag mehr Tau. Dann käuft eine Harmonie. Dann kriegt es einen Respekt beim ganzen Volk. Alle Bewunder, die immer mehr kommen zum Glauben. So dann kommt du eine große Frucht aus dem Glauben, was ich funktioniert. Dort wird die Frucht. Und dort wird auch in unserem Leben die Frucht sein. Wie war dort wirklich Gottes erleben, wenn unsere Räder funktionieren. So, ich will von dir jemand abräumen. Vielleicht hast du irgendwer, der noch niemals sein Leben Christus gegeben hat, den will ich von dir anladen, dass du von dir einer von den Möchten bist, der ausbreitet in das Gefängnis. Christus regt dir von dir den Schlüssel an. Du kannst von dir rüt, wenn du von dir Josef zu Christus, du kannst rüt. Es gibt Freiheit für dich und du kannst anfangen, am Glauben zu fahren. Und du wirst sein, dass das eine falsche Freiheit ist, dass jemand glaubt, im Gefängnis zu leben, wenn du die wahre Freiheit schmeckst. Und weiter steht, weil ich auch die Person anlade, die alle Utgebräuche sind, die stehen alle an der Freiheit, die sind alle am Glaubenswehr, aber die Räder, die haben die vernachlässigt. Die haben die Mieters nicht, die bald es nicht angeholt, die Mieters. Die haben sich zwei Scheute lade mit der Räfe. Und die Brücke nie anfangen am Glauben. So, ich will diese Person, die nie anfangen Brücke, ich will die Möte merken, dass die nicht anschließen, ich will Fußball immer frei aus der Welt, und Leute anschalten. Wir waren taub, ein Ängstchen von diesem Leute,
mutig komme ich zu deinem Thron, so mutig komme ich nach diesem Thron für nie anfangen. Das ist, von was das Leut redet. Wir waren für das erste Teil vom Leut Berne blieben. Und dann kam der Teil vom Leut, wo das sagt, mutig komme ich zu dem Thron. Und der wird dann auftreten wollen, der darf dann gehen. Und da wird sei, ich will von dir ausbrechen im Gefängnis. Ich will von dir meine Rede in Ordnung bringen. Ich will von dir nie Entscheidungen, nie einen Kompromiss machen. Für Gott, den würde ich beten, satte zu bleiben. Bleib satte. Wir wollen dich beten. Wir wollen dich ans Leben nie Christus angeben. Aber wir wollen von dir anfangen, im Glauben zuvor. Und hier wurde auch Seelsorger sein, wenn du irgendwie ein Gespräch machst. Vielleicht hast du einen, der auch dich für Krankheit gebeten haben macht. Blieb zerte, blieb treu und wir wollen dich beten. So, ich würde Waldemar dann fragen, wir blieben für den ersten Teil vom Leut aller dich beten. Und dann wollen wir rückgehen, wenn das ist, wieder jetzt. Allein der Chinot ist nie anfangnählich. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. Mein Herz erneut verdammt und Satan flößt mir Zweifel ein. Vor allem, ich bete für all die Worte, die uns nicht verloren wurden, dass du bien bist, dass du entstorgst, dass du entsehnst. Und Herr, ich bete für all die Worte, die treu bleiben wurden, dass sie von dir auch Mut haben. Wenn sie die Rede gehört haben von dir, dass sie den Mut haben, treu zu bleiben, am Anfang zu merken. Sehen den Mann, sehen Herr Jesus, wieder in dein von uns jetzt bewohrte End. Kannst bis wieder spielen. Mutig komme ich vor deinem Thron. So der Betrieb blieb alle, bitte blieb zart. Und der andere, wenn du dann einen guten Hund wieder, ja, wir noch bitte bliebe, wieder spazieren. Und dann traf uns Maria war er hier. Gottes Ehren.